So, herzlich willkommen hier bei uns wieder in Seidelsgarten. Ich freue mich heute auch wieder einen Tom dabei zu haben. Tom Heinzle, Grillmeister und Buchautor aus dem schönen Vorarlberg. Ist in Österreich. Das ist übrigens in Österreich, ja. Also deswegen haben wir ja hier so schön Holzdeko und so, passend mit Gemüse und mit allem. Tom, was machen wir heute? Ja, hallo, auch von meiner Seite. Heute machen wir ein Cuscino. Cuscino, das klingt jetzt wieder extrem kompliziert, ist es aber nicht. Cuscino ist so ein Fleischstück, das deren Vater der Heiko Brat ist. Und darum muss jetzt der Heiko erklären, was das für ein Teil ist. Der Heiko. Also der Vater bin ich nicht, sondern das Ding kommt aus dem Schwein, aus der Schweineschulter. Das ist ein Stück, wo man normalerweise eigentlich klassisch eher verwendet hat für Wurst. Wenn man aber weiß, wie man damit umgeht, ist es ein saugeiles Stück zum Grillen oder auch zum Braten. Das Stück stammt aus der Schulter und zwar ist es der Deckel, der auf dem Schulterblatt drauf sitzt. Es gibt ein Video von mir, wo ich das fränkische Schäufele mache. Wenn ihr das anschaut, da zeige ich euch auch die Anatomie eines Schaufelknochens. Da seht ihr auf dem Schaufelknochen drauf dieser dreieckige oder ja, eigentlich fast dreieckige Fleischlappen, der von Haus aus ein bisschen eine Sehne hat. Das ist das Cuscino. Müsst ihr einfach mal probieren. Tom interpretiert es auf seine Art und das werden wir uns nachher in der Grillküche einfach mal anschauen. Ja, und noch will ich noch dazu sagen, also bei der letzten Sendung, wisst ihr noch, als wir das Lamm gemacht haben mit Zitronen und Rosmarinbutter, habe ich gesagt, geil. Ich habe mich geschämt, habe ich gehört, Heiko hat es auch nicht. Also böse Postbitte, der Heiko, nicht nur mich. Jetzt sind wir von drüben noch hier und hier an unserem Grillplatz machen wir das Cuscino. Über das haben wir vorher schon geredet. Aber jetzt, ich bereite das jetzt zu und dann gebe dem Heiko das Wort, weil wenn der jetzt anfängt zum Reden, dann komme ich nochmal zum Grillen. Dann erklärt er, was es mit dem Cuscino auf sich hat. Ganz wichtig zum Sägen, das Cuscino, wie ihr seht, alles andere erklärt noch der Heiko. Wichtig, das grillt man immer zuerst auf der Seite, wo es nicht, genau nicht diese Silberhaut hat. Das wird jetzt zuerst gewürzt, aber auf beiden Seiten. Ihr merkt, wir haben da heute verschärfte Bedingungen. Wir machen das, also eigentlich, wenn das Fleisch hier würzen will, muss ich hier anfangen, dass ich noch das Gewürz da drüber habe. Ja, und das Cuscino, das bereite ich sehr asiatisch zu. Ich nehme nachher zum Schluss wieder das auch wieder etwas glasieren mit einer schönen Teriyaki-Ginger-Soße. Und du isst das roh, oder? Ah, nein, du erklärst ich das. Nein, ich erkläre dazu. Also, wenn du es jetzt auf den Grill legst, ja. Das ist jetzt ein Stückchen hier, von dem ich euch vorhin schon erzählt habe. Fang nur ruhig an, reden, ja, ich war schon fertig. Du warst schon fertig? Okay. Komm, mach mal auf den Grill. Okay, ich tue es auf den Grill. So, wie ihr seht, mit der Seite nach unten zuerst. Warum ist das auch so? Das haben wir gesagt, warum man das machen muss. Weil wenn ich das mit der Silberhaut zuerst auf den Rost lege, wird sich das so verbiegen, das verziehen. Es zieht sich zusammen. Weil die Silberhaut eben das Ganze zusammenzieht, dann hast du wie so ein Tennisball. Das ist schwierig, dann hinterher das Ganze gibt's sauber aber, zu garen. Gibt es das Brot zu essen, den Ball? Könnte man mal das Fleisch machen. Statt eat the ball, meet the ball. Meet the ball, genau. Jetzt sind drei Minuten vergangen. Und jetzt schauen die so aus. Die brauchen insgesamt ca. 12 Minuten. Jetzt drehe ich die. Die haben da schon schön schönes Krüstchen gekriegt. Die drehe ich jetzt. Dann habe ich eine gute Teriyaki-Soße. Das ist wirklich eine recht gute, wirklich die beste, eine sehr gute. Wir haben ja mit tollem Fleisch und auch mit toller Soße und toller Zutaten. Und dann wird das Cuscino hier schön mit viel Gefühl glasiert. Das gibt einfach einen tollen Geschmack dazu. Kein Geschmäckli, nein, ein Geschmack. Wunderbar. Ich bin momentan fahre so richtig auf diese asiatische, auf den asiatischen Geschmack ab, auf so eine Mischung aus asiatischer und unserer Küche auch beim Grill. Ich finde es einfach geil, Kimchi, Teriyaki, die ganze Geschichte. Es ist einfach, da ist so viel Geschmack dahinter. Dazu haben wir auch dann, wie gesagt, so einen, haben wir schon von dem Papayasalat geredet? Nein, haben wir nicht. Wir haben dann Papayasalat dabei. Papaya aus Salatpapaya, also aus weißem Papaya, aus Orangenpapaya und aus Mohrrüben. Angemacht wird etwas Chili, etwas Sesam, etwas Essig. Das Rezept ist eine andere Geschichte. Das gibt es da einfach dazu. Weil wir halten Spannung hoch bei uns. Ja?
Also weiß ich nicht ganz sicher, ist mit der Kerntemperatur, ob es das Fleisch durch ist oder nicht. Das, die Cuscina braucht ca. 75 Grad Kerntemperatur. Wer es nicht sicher ist, benutzt einfach so ein Kerntemperaturmesser. Ganz einfach, die sind relativ schnell, steckt den hier rein und sehe hier sofort an der Anzeige irgendwann ein Start. Genau, wie das raufscheiße. 68, 69, sind wir gleich auf 70, fort gemessen 75 Grad. Perfekt, geht. Ja, wunderbar. Die sind etwas dicker, der hat schon 70, schon 76, der hat andere Hitze. Okay, kann man aufschneiden. Jetzt, wenn ich natürlich sage, aufschneiden, kommt normal immer der Herr Brat ums Eck. Da ist er schon. Da ist er schon, der Herr Brat. Ich wollte kurz sagen, der Papayasalat, den du ja schon so vorbereitet hast, das Rezept steht nachher unten drunter. Ja. Und ich glaube, wir werden noch mal irgendwann noch ein extra Video drehen zum Papayasalat, weil der schmeckt so sensationell. Das lohnt sich, dass man da noch mal extra was macht, oder? Würde ich sagen. Sicher, machen wir doch. So, du machst jetzt hier irgendwie, wolltest du das? Ja, wir machen hier. Ich meine, einfach ein schönes Beetle, weil wir wollen da natürlich alle probieren. Ich meine, hier so Beetle. Ja. Dann schneiden wir das. Wichtig beim Cuscino, relativ kurzphasig aufschneiden. Schön. Das ist noch was fürs Augment. Gucken wir. Ist da was Salzer, Heiko? Nur für dich. Wunderbar. Ich würde lieber probieren. Ach, hier probieren wir. Salz hast du? Salz habe ich. Salz haben wir. Cuscino, wichtig zu der Salat. Immer zusammen. Alles gut. Sau gut. Gut. Sau gut. Passt, gell? Mhm. Wenn ihr mal Lust habt, mehr von uns zu erleben. Uns gibt es eigentlich so das ganze Jahr über, mal in Österreich, mal in Karlsruhe, mal irgendwo im Kraichtal, machen Kurse, verschiedenste Veranstaltungen. Guckt einfach mal auf meiner Homepage und auf dem Tom seiner Homepage. Wie heißt deine? www.metzgerei-brat.de. Hast du auch eine? So heißt meine nicht. Meine heißt www.tom-heinzle.com. In diesem Sinne? Wir sehen uns. Wenn wir uns sagen, jetzt Fradelberg, Pfirti. Auf Wiedersehen. Nein, das ist immer der Schweiz, wir sagen Pfirti. Pfirti. Pfirti, Pfirti spüße. Also diese Rezepte oder mehr findet ihr in meinem neuen Buch, Toms Grillwerkstatt, mein fünftes Buch. Alle meine Bücher sind bei Heiko Brat in seiner Metzgerei, in seinem Geschäft in der Klauprechtstraße erhältlich. Schaut mal rein. Macht was nach, würde mich freuen. Vielen Dank. Daumen hoch.